Ich frage mich nur, warum hier so viele Ameisen sind. 6 Stück. Ich meine, solange sie uns nicht angreifen, ist ja alles cool, ne? Wer weiß, was noch kommt. Die Frage ist, können wir hier noch irgendwas machen? Die andere Frage ist, komme ich jetzt hier wieder raus? Okay, also man kann mit Mightfoots. Aber das Zeichen hatte ich doch gerade. Oh. Was? Nein, okay, der Schraubstock ist nicht aus einer Ameise zusammengebaut. Ich weiß es auf jeden Fall, wie man Sachen wirft. Welche Taste ist es? Ja. Steht doch rechts unten. Through, ja, ja. Du? Das ist aber ein komischer Gegenstand hier. Was denn? Sieht aus wie so ein kleines Säckchen, aber ich kann nichts damit machen. Ja, musst du, glaube ich, erforschen erst. Geh mal zur Erforschungsmaschine und erforsch. Ich kann den nicht aufheben, gar nichts. Der liegt hier aber... Bist du voll? Also vom Inventar her? Nee. Aber sieht wirklich aus wie so ein kleines Säckchen, zusammengeschnürt. Aber ich kann nichts damit machen. Sieht ganz komisch aus. Das schwebt auch ein bisschen in der Luft. Ganz komisch. Wer weiß, was das wieder ist, du. Man weiß es nicht so genau. Die Frage ist, müssen wir wirklich jetzt da hinten irgendwann mal hin, ne? Ja, irgendwann müssen wir da auf jeden Fall hin. Bleibt nichts anderes übrig. Also müssen wir das schon. Also das Rote kann ich nicht kaputt machen. Was ist das denn hier? Das kann ich auch nicht kaputt machen. Würdest du denn jemals kaputt machen? Hierfür brauche ich Axt Nummer 2. Ja, nur warum will ich was kaputt machen? Du weißt, wie ich bin, ne? Ach so. Alter. Hi. Was? Wo bist du? Da oben. Milben. Drei Stück. Inventory voll. Ach, guck. Diese kleinen Säckchen sind wirklich inventarvoll. Du, komm her. Was ist denn? Zum Schlafsack? Oder bist du gerade weit weg? Ja, ich habe schon so ein bisschen Erkundung, aber erzähl, kleid es doch mal in Worte. Ich hab dir eine Schlafbegleitung gebastelt. Eine Gummipuppe? So ähnlich. Ein Huhn? Ein Otter? So ähnlich. Na gut, was ist ähnlich wie ein Otterhuhn? Hi.
Slot 30 auf 30. Also wir haben echte... Ich müsste mal ablegen. Ob ich mir mal ein Körbchen mache? Ich bin gerade dabei, Körbchen noch zu machen. Oh, wie niedlich. So eine Flauscheraupe. Einfach töten. Töten, töten, töten. Guck mal, die Ameise guckt dir zu. Ich finde das halt geil, ne? Die traut sich jetzt wenigstens zu sagen, im Gegensatz zu dir. Wer, was traut die sich? Hm. Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht, hä? Unglaublich. Weißt du, ich beschütze ihn hier vor dieser höchst böswilligen Ameise. Ach, du warst ja noch da. Ups. Oh, ich glaube, so. Die Ameise ist verliebt in dir. Das kann passieren. Das sind Tierpornos. Widerlich. Das wollte ich jetzt machen, das hast du nicht aus einem anderen gebracht. Das ist ja geil gemacht. Das ist ja total geil gemacht. Mhm. Hier ist auch eine Füllstandsanzeige dran an unserem Wassertank. Das ist ein kleines Blatt, was da drin hängt und der Stiel zeigt den Füllstand an. Empty und full. Ha. Ist geil, oder? Schon. Ich habe aber auch noch keinen Grupp gesehen. Was hey, ist denn? Jetzt hau doch mal ab, Mädchen. Und die Ameise soll auch gehen. Was? Was mich aber irgendwie so mehr gedingst, ist halt, ich habe auch noch keinen Regen gehabt bis jetzt. Ah gut, aber vielleicht ist das auch ganz gut so. Ich könnte mir vorstellen, wenn es regnet, dass das nicht unbedingt gesund für uns ist. Nee, nicht unbedingt, ne, aber... Weil wenn da so ein Wassertropfen dir auf den Schädel schlägt, Alter, das könnte aber böse enden. Wolltest du nicht irgendwelche Lagerkisten machen? Ja, ich finde sie gerade noch nicht da. Where are you off to, Aunt? Gut, er übertreibt wieder mal. Ich übertreib gar nicht. Natürlich. Nein. Wir wollen das Zeug dann auch gleich schön sortieren, ja? Ich habe wirklich nicht viel davon, du. Vor allem, was hast du mit der Ameise gemacht? Die guckt total dir oft auf den Arsch. Ja, neidisch, hä? Ist das vielleicht eine männliche Ameise? Ja, umso besser. Ein Ameisenboy. Kann ich die streicheln? Oder die findet es scheiße, dass du hier die Natur so kaputt machst? Dafür kann ich aber nichts. Nö, 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 nö. Da kann er nichts für. Oh, gibt's denn nicht auch einen Film zu, wo sich Leute strumpfen? Schrumpfen lassen wegen für... Ja, irgendwas... Mami, ich hab die Kinder geschrumpft oder so. Das siehst du mal? Sehr gut. Können wir den irgendwie benennen? Nee, ne? Warte. Nee. Sollen wir das irgendwie thematisch machen, ja? Dass wir irgendwo Stein reinhauen und so?
So, das wäre Stein. So, okay. Was ist ein Zeichen für Stein? Das hier? Nein. Where are you off to, Ant? Okay, das ist Gras. Was willst du so machen? Sollen wir Kleeblätter müssen wir schlagen, ne? So, was braucht man denn für Wooden Fiber? Da brauche ich 3 von denen, ne? Hast du was gefunden? Nein. Sollen wir erstmal ja, verschiedene Blätter da rein tun, ja, ne? Oh, ich sollte vielleicht mal was essen. Ja, das sollten wir erstmal. Hallo? Ich hoffe, dass das alles bestehen bleibt hier. Ich hoff's. Ich kann die Kisten leider nicht benennen. Ich kann sie halt nur so mit so einem so ein paar verschiedenen Icons machen, ne? Ja. Da habe ich so komische Wolle drin. Hier machen wir SAP rein und diese andere Flüssigkeit. Honeydew. Ich weiß nicht, kann man die essen? A sweet secret from aphids that restore a small amount of thirst. Was ist das hier? Ahornbits. Ach, das ist was zu essen. Ich habe hier noch so ein bisschen Nussschale. Hier ist jetzt nochmal Quarzit. Auch mal zu den Steinen mit rein. Ja, Quarzit hattest du komplett, ne? Ich mach die Kiste, wo hier vorne steht, mal noch zu unserem allen möglichen Zeug. Was braucht man denn genau für Wooden Fiber? So, jetzt hier können wir so nicht mehr rein. Plant Fiber, die kleinen hier. Da haben wir noch keinen den Platz hier. Okay. Also aus den Dingern kann man was sich zusammen. Halt die Fresse, ich klau mir das hier weg, weil ich einfach. Ich hasse die Umwelt. Das wissen wir doch mittlerweile. Ja, ja, ja. Okay, das zählt auch. Zählt das auch? Das ist jetzt ein Springen, das ist wieder was anderes. Okay, dafür müsste Plant Fiber, das zählt. Nee, schön ist auch, wenn du Sachen tragen kannst, ne? Oder trägst, besser gesagt, nicht tragen kannst, trägst, dass du dann trotzdem noch was anderes machen kannst. Ja, ne? Das ist nicht schlecht. Dann kannst du immer noch eine Kleinigkeit wegangeln, weißt du? Ist nicht verkehrt. So, wir machen nur die vielen Ameisen hier ein bisschen Angst. Wie gesagt, wenn es Nacht wird, ist es halt echt bescheiden. Und dass manchmal Festbugs an gewissen Sachen. Natürlich nicht so schön. So, ich jetzt auch mal in den Paar sortiert. So. Was ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen habe, sind Regenwürmer. Ja, vielleicht waren das die Dinge, wo unter der erwaschenen Höhle da. Ja. Die übrigens auch da waren, wo die Spinne uns verfüttert, also gefüttert, also aus uns Essen gemacht hat. Da war übrigens auch sowas unter dem Boden.
Das brauche ich noch Fieber. Cloverleaf hattest du schon analysiert, oder? Es ist eigentlich alles ausgegraut, wenn was andere schon analysiert wurde. Dann hast du, glaube ich, alles, was ich dabei habe, schon analysiert.